Ja, wie bereits gesagt, ich würde jetzt gerne über das Clarin-D-Projekt sprechen, auch teilweise ein bisschen allgemeiner über das Clarin-Projekt, das auf europäischer Ebene aufgehangen ist. Genau. Also die Grundidee bei Clarin bzw. Clarin-D ist der Aufbau einer web- bzw. zentrenbasierten Forschungsinfrastruktur für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Wir sind Teil der ESFRI-Initiative, also auf europäischer Ebene gibt es das entsprechende Pendant in Clarin und die entsprechenden Teilnehmer in den einzelnen Ländern, von denen halt Clarin-D der deutsche Beitrag ist. Wie bereits gesagt, der Fokus liegt auf die Geistes- und Sozialwissenschaften, also ein Bereich, der relativ breit gefasst ist, mit teilweise sehr speziellen Fachbereichen, teilweise sehr speziellen Ressourcentypen und Anforderungen, die zu erfüllen sind. Letztlich liegt aber der Fokus des Projektes primär eben auf Sprachressourcen, Sprachdaten, Sprachtools, Sprachservices und so weiter. Im Anfang meines Vortrags möchte ich noch ein bisschen auf die Designentscheidungen teilweise eingehen, die wir in Clarin getroffen haben, von denen wir auch glauben, dass sie relevant sind, um eine erfolgreiche Forschungsdateninfrastruktur sein zu können. Im Folgenden werde ich dann noch ein bisschen darauf eingehen, wie weit wir uns das Involvement, also die Berücksichtigung der Interessen der eigentlichen Nutzer dieser Infrastruktur halt vorstellen. Letztendlich ist Clarin soll eine integrierte, interoperable und skalierbare Infrastruktur sein. Gefördert wird das Ganze durch das BMBF. Clarin hat schon mehrere Projektphasen durchlaufen. Die aktuelle Projektphase endet Ende nächsten Jahres. Weitere Informationen natürlich auf unserer Webseite. In dem Kontext vielleicht noch ein bisschen relevant ist, sind zwei weitere Projektideen letztendlich. Das eine ist das sogenannte Claria-Projekt. Das ist ein Projekt, das gerade läuft, das bis 2021 laufen wird. Und das dazu führen wird, dass Clarin und Daria, beides Projekte, die in gewisser Hinsicht einen ähnlichen Fokus haben, ähnliche Nutzergruppen adressieren wollen, zusammengehen zu diesem sogenannten Claria-Projekt. Und was jetzt auch nicht ganz groß überraschend ist, das ist dann die Beteiligung im Rahmen der bereits angesprochenen nationalen Forschungsdateninfrastrukturen im Rahmen eines Konsortiums, das TextPlus heißen wird. Diese Grafik haben wahrscheinlich die meisten schon mal gesehen. Ich will auch nur ganz kurz darüber gehen. Letztendlich soll sie einfach nur symbolisieren, dass die Grundidee in Clarin durchaus ist, sich den gesamten Lebenszyklus von Forschungsdaten anzusehen und entsprechende Werkzeuge und Angebote zu machen. Beginnt bei dem typischen, ich habe eine Projektidee, ich benötige Ressourcen, wo finde ich die Ressourcen, wie kann ich auf sie zugreifen, wie kann ich sie weiterverarbeiten, wie kann ich sie publizieren, wie kann ich sie vielleicht auch langfristig gesehen in die Lehre einfließen lassen, dass der Zyklus sozusagen sich schließt, nicht von vorne anfangen kann. Der Bereich Patent ist jetzt in Clarin nicht ganz so stark ausgeprägt und den würde ich in dem Fall eher ignorieren. Ich glaube, eine wirklich grundlegende Architekturentscheidung, die relativ früh getroffen worden ist, dass Clarin keine monolithische Anwendung ist oder kein monolithisches System ist, sondern eine verteilte Infrastruktur aufbaut. Also die Grundidee ist, dass es sogenannte Zentren gibt, Kompetenzzentren, die halt für verschiedene Bereiche letztendlich die Kompetenz haben, die bereits Erfahrung haben, langjähriger Tätigkeit, auch im Bereich der einzelnen Fachwissenschaften, und dass die sozusagen nach außen trotzdem im Rahmen eines einheitlichen Projektes auftreten wollen, das heißt trotzdem so eine Art One-Face-to-the-Customer anbieten wollen. Das heißt, wir sprechen sehr häufig in Clarin von standardisierten Schnittstellen, von standardisierten Formaten im Bereich von Metadaten, Daten, der Services, von Verarbeitungsschichten, aber auch eben von Kommunikationsprotokollen, die es dann ermöglichen, verteilte Anwendungen, die durchaus über Deutschland, teilweise auch Europa verteilt sind, zu einer integrierten Anwendung zusammenzuschließen und dann ein komplexeres Angebot den Nutzer machen zu können. Und natürlich die Grundidee, die wahrscheinlich hinter jeder solcher Infrastruktur steckt, die Hoffnung, dass Nutzer nicht nur Konsumenten sein sollen, sondern letztendlich auch Anbieter im Rahmen dieser Infrastruktur sein sollen. Wie bereits erwähnt, verfolgt Clarin einen sogenannten zentrenbasierten Ansatz. Das sind die Grafik ist nicht hundertprozentig mehr aktuell, aber sie reicht, glaube ich, immer noch ganz gut, um die Grundidee zu illustrieren. Die Grundidee ist, dass es verschiedene Zentren gibt, die alle in ihrem speziellen Bereich halt Kompetenzzentren sind. Also zum Beispiel haben wir das Zentrum Hamburg, das sich primär mit multimodalen Corpora beschäftigt. Das Zentrum in München an der LMU hat den Fokus auf Sprachdaten. Das Sächsische Zentrum befindet sich in Leipzig an der Abteilung für automatische Sprachverarbeitung. Unser Fokus liegt sowohl auf dem Bereich der Korpuslinguistik als auch der digitalen Lexikografie. Gleichzeitig sind wir in gewisser Hinsicht das sogenannte technische Zentrum, weil wir in der Informatik angesiedelt sind. Das heißt, wir haben viele solche technischen Problemstellungen, die bei verteilten Infrastrukturen auftreten, ein bisschen näheren Bezug als manche anderen eher fachspezifischen Zentren, die dabei sind.
Die Grundidee ist also, dass falls Fachwissenschaftler Interesse haben an Diensten, an Daten, die im Rahmen von Clarin angeboten werden oder selber beitragen möchten, dass sie eben einen inhaltlich gesehen relativ nahen Ansprechpartner haben. Also falls zum Beispiel jemand kommt mit Sprachressourcen, also gesprochener Sprache, zu uns nach Leipzig, würden wir wahrscheinlich sagen, okay, das ist nicht ganz unser Bereich. Die Kollegen in München sind da wesentlich fundierter oder wir haben wesentlich mehr Erfahrung darin. Die entwickeln teilweise selber die relevanten Tools in dem Bereich. Fragt doch mal lieber bei den Leuten nach. Während wir natürlich unsere eigene Kompetenz natürlich auch haben. Und ansonsten natürlich benötigen wir durchaus auch eine gewisse Rechenpower im Hintergrund. Das heißt, auch diverse Rechenzentren sind eingebunden in Clarin. Das ist konkret Garching, Göttingen, also die GWTG in Göttingen und Jülich, die dann teilweise halt einfach Storage oder eben auch CPU zur Verfügung stellen. Hier nochmal kurz die Grundidee zu sagen, wir haben diese Kompetenzzentren, die für die einzelnen Fachbereiche relevant sind. So eine Maske, die findet man auf unserer Webseite. Die Grundidee ist, ich möchte zum Beispiel Daten hosten und ich brauche einen Ansprechpartner. Wie gesagt, es gibt nicht den einen Ansprechpartner, es gibt mehrere. Hier ist die Idee, ich als potenzieller interessierter Nutzer habe geschriebene Sprache in Deutsch und es handelt sich um eine lexikografische Ressource. Und jedes Zentrum hat halt gewisse Bereiche, für die es sich sozusagen verantwortlich fühlt und der sich Kompetenzen hat. In dem Fall wären halt potenzielle Ansprechpartner zum Beispiel die BBAW in Berlin, die Universität in Tübingen oder halt eben die Universität Leipzig bei uns in ASV, beziehungsweise Nummer 4, sogenannte Liaison-Kontakt, so eine Art Default-Kontakt für wir nehmen alles und verteilen das Ganze dann sozusagen weiter. Und ich glaube, das symbolisiert ganz gut die grundlegende Designentscheidung, die hinter Clarin steht, eben diese verteilten Anwendungen, aber eben auch diese verteilten Kompetenzen. Wie bereits angesprochen, Clarin ist nicht nur ein deutsches Projekt. Clarin ist Teil des europäischen Clarin-Projektes. Ich glaube, es sind derzeit 22 Mitgliedstaaten, von denen Deutschland eben nur eins ist. Dazu kommen noch 4 sogenannte Kandidatenländer, die sogenannten Observer-Status haben, die also sich das Projekt von Weitem noch bis ansehen oder mehr oder weniger stark schon mitarbeiten. Darunter mit Südafrika, dem dortigen SADILAR-Zentrum, auch jetzt sogar ein Zentrum, das außerhalb der Grenzen Europas bzw. der Europäischen Union liegt. Und Anwendungen, von denen typischerweise in Clarin geredet wird, verteilen sich dann halt eben doch durchaus über Ländergrenzen hinweg oder integrieren halt Anwendungen in verschiedene Länder. Den Fokus, den ich eigentlich setzen wollte, ist letztendlich die Frage, wie schafft man es, die Fachwissenschaften in dieses System einzubinden. Also wir entwickeln in Clarin ja schon einige Jahre und mittlerweile sind auch, glaube ich, teilweise sehr interessante und recht komplexe Anwendungen entstanden. Also die Grundfrage, wie schafft man es, die Leute zu motivieren, zu uns zu kommen, die Infrastruktur zu nutzen, zu ihr beizutragen, ist letztendlich eine der elementaren Fragen. Ich glaube, dieses Bonmot von Joris van Zundert, if you build it, will we come, also wenn ihr solche Infrastrukturen baut, werden wir, die Fachwissenschaftler, kommen und sie nutzen, haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr gute Zusammenfassung dieser Problemstellung. Entsprechend möchte ich kurz darauf eingehen, was wir in Clarin uns vorgestellt haben oder was wir in Clarin tun, um Fachwissenschaften stärker einzubinden oder auch Trends früher zu erkennen, die in den einzelnen Fachwissenschaften in dieses doch relativ breiten Spektrums zu erkennen und dann entsprechend Anwendungen zu entwickeln oder zu reagieren. Der primäre Ansatz hier sind die sogenannten Facharbeitsgruppen, auch kurz FAGs. Die Grundidee ist also, dass die Fachdisziplinen oder viele verschiedene Fachdisziplinen, die zur Zielgruppe von Clarin gehören, eigene Repräsentationen haben oder Repräsentanten haben in Clarin, eben genau diese Facharbeitsgruppen für die einzelnen Bereiche. Das sind derzeit 8 Stück, beginnend bei sowas wie der deutschen Philologie, anderen Philologien, Feldforschung, Psycholinguistik, multimodale Corpora, Computerlinguistik, Sozialwissenschaften bis hin zu Geschichtswissenschaften. Und das sind einfach Organisationen, die halt wirklich eng in Clarin integriert sind, die eben als Feedbackgeber insbesondere genutzt werden, die also dazu beitragen sollen, die gefragt werden, ob wenn Anwendungen entwickelt werden, ist das in eurem Interesse oder fehlt da noch was oder geht das völlig an eure Interessen vorbei. Konkret reden wir von ungefähr 200 Mitgliedern in diesen Facharbeitsgruppen, die halt sehr eng in Clarin eingebunden sind und halt eben sehr wichtig sind in der Konzeption der Entwicklung der Infrastruktur. Auch hier wieder haben wir diesen grundsätzlichen Ansatz, dass wir einen Kompetenzzentrum-Ansatz fahren oder kompetenzzentrenbasierten Infrastrukturansatz fahren, in dem wir davon ausgehen, dass jedes Zentrum, zum Beispiel das Leipziger Zentrum im Bereich der Korpuslinguistik, einfach in gewisser Hinsicht relativ nah an der jeweiligen Community dran ist und entsprechend typischer Ansprechpartner sein würde. Die Hoffnung ist also, dass man als Projekt und als Zentrum Services anbietet und das Ganze letztendlich eben durch Feedback, aber eben auch durch neue Ressourcen, durch neue Anregungen, durch die Facharbeitsgruppen, durch die einzelnen Fachbereiche wird, sodass so eine Art, wiederum so eine Art Feedback-Loop entsteht, die das Projekt nach und nach voranträgt. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren auch relativ erfolgreich so abgelaufen.
Als Bestandteil dieses Konzeptes gibt es die sogenannten Kurationsprojekte, die man so, wir sehen sich so als eine Art Starthilfe, Incubator vielleicht sogar betrachten könnte. Die Grundidee ist hier, dass im Projekt gewisse Gelder vorgesehen sind, die dann Absprache mit den FAGs zur Integration von Ressourcen oder zur Anpassung von vorhandenen Ressourcen genutzt werden, die also von diesen Facharbeitsgruppen, von den jeweiligen Fachbereichen als besonders relevant identifiziert worden sind. Also nochmal ein paar Beispiele zu nennen, es gibt eine ganze Reihe davon. Für die anderen Sprachen, also die Facharbeitsgruppe 2 zum Beispiel, gab es das Projekt der klaren Integration des Old Bailey Korpus. Das heißt, hier geht es um Gerichtsakten des englischen Old Bailey Gerichtshofes. Die sind eine relativ wichtige Ressource für die englischsprachigen Philologie, für die englische Philologie steht. Eine Kooperation der Uni Gießen und der Universität des Saarlandes. Wir in Leipzig haben zum Beispiel mit der Universität Potsdam zusammen eine Publikationsplattform für Papers der Psycholinguistik entwickelt, mit dem Fokus auf Reproducible Science, also insbesondere mit der Grundidee zu sagen, wenn man etwas veröffentlicht, möchte man vielleicht auch die Daten direkt veröffentlichen und vielleicht auch die Analyseskripte. In der Hinsicht haben wir uns auf die Programmiersprache R fokussiert, das heißt, hier wurde ein wirklich neues Portal auf der Basis bestehender Technologien, Open-Source-Technologien entwickelt. Oder für die FAG 7, das sind die Sozialwissenschaften, semantische Annotationen für Digital Humanities, Kooperation der Uni Heidelberg und der TU Darmstadt. Dort wurde eine bereits bestehende Webanwendung zur Annotation von Textkorpora so angepasst, dass man eben auch semantische Annotationen durchführen könnte. Das heißt, wir haben ja Integration neuer Ressourcen, die wichtig sind für den Bereich. Wir haben Aufbau neuer Portale, aber wir haben auch durchaus Anpassen bestehender Portale an die konkreten Nutzungswünsche der einzelnen FAGs. Ein weiterer Bereich, der, glaube ich, recht interessant oder relativ relevant ist, um Nutzer zu begeistern, was da ist und sie zu motivieren, halt aktiv beizutragen, ist, dass einfach generell jedes Kompetenzzentrum eine gewisse Menge an Ressourcen, finanzieller, zeitlicher Ressourcen hat, die dazu dienen soll, die einzelnen Facharbeitsgruppen stärker einzubinden beziehungsweise halt als Kompetenzzentrum gegenüber aufzutreten. Solche Mittel werden zum Beispiel für sogenannte Auftragsarbeiten, sogenannte Use Cases eingesetzt. Das heißt, hier wiederum geht es darum zu sagen, man redet mit den jeweiligen Vertretern der Facharbeitsgruppen, mit den Fachbereichen und fragt, gibt es Anwendungen, die ihr in Clarion vermisst, die ihr unbedingt haben wollt und vielleicht können wir da irgendwas machen, vielleicht können wir die entsprechenden Anwendungen entwickeln. Also zum Beispiel in Leipzig hatten wir für Philologien, die sich mit Sprachen beschäftigen, die relativ wenig Textmaterial zur Verfügung haben, ein Crawling-Portal entwickelt, mit der man halt Webseiten abgrasen kann und die entsprechenden Textdaten der einzelnen Sprachen extrahieren und aufbereiten lassen kann. Wir hatten noch eine Web-Oberfläche für die, ich glaube, das war die Germanistik entwickelt, die zum Korpusvergleich auf lexikografischer Ebene geeignet ist. Also solche Anwendungen können im Rahmen solcher Use Cases entwickelt werden, die wiederum letztendlich aus diesen Fachdisziplinen motiviert sind. Ganz allgemein stehen Ressourcen für Beratungstätigkeiten zur Verfügung. Wiederum die Idee, Leute kommen zu uns und wir versuchen ihnen zu vermitteln, was zum Beispiel im Bereich Erstellung von Metadaten, Hosting von Daten relevant sein könnte und entsprechend, was vielleicht zu beachten ist oder entsprechend halt sozusagen den Weg in die Forschungsdateninfrastruktur ein bisschen leichter zu machen, ein bisschen zu erleichtern. Und ganz allgemein nimmt dieses Zentrum natürlich am sogenannten, also am Clarion Helpdesk teil, wiederum eine zentrale Anwendung, die aber dann wiederum gestützt ist auf die einzelnen Kompetenzzentren, dass man nicht wiederum einen einheitlichen Ansprechpartner hat und im Backend sozusagen die jeweiligen Anfragen an die Leute weitergeleitet werden, die entweder fachlich gesehen relativ nah dran sind oder technisch gesehen da wahrscheinlich die meiste Kompetenz in dem Bereich haben. Und auch das ist, glaube ich, ein recht erfolgreiches Konzept, zu sagen, okay, kommt einfach, falls ihr Fragen habt, meldet euch, wir melden uns möglichst schnell auch wiederum zurück. Und das war, glaube ich, sehr konstruktiv. Ich persönlich bin relativ stark im Bereich der Metadaten involviert und da ist es, glaube ich, immer sehr hilfreich, sehr früh zu sagen, okay, falls ihr am Ende eures Projektes Ressourcen irgendwo hosten möchtet, falls ihr sie irgendwie auffindbar machen wollt, dann sind es vielleicht folgende Sachen, an die ihr jetzt schon mal denken solltet, damit ihr dann später weniger Aufwand habt oder damit es uns als Forschungsdateninfrastruktur leichter ist, sie dann letztendlich zu hosten und bereitzustellen. Genau, und da jetzt meine Zeit schon weitgehend durch ist, noch ein ganz kurz ein Punkt, den ich ansprechen möchte, ist letztendlich die Frage, wie kann man vermitteln, die Fachwissenschaftler, dass man ein vertrauenswürdiger Player sozusagen in dem System ist. Das heißt, wie kann man klar machen, dass Daten zum Beispiel halt wirklich langfristig und halt auch stabil gehostet werden können. In dem Sinne ist es in Clarion, also Clarion U, nicht nur Clarion D so, dass gewisse Zertifizierungen alle zwei, mittlerweile alle drei Jahre stattzufinden haben, indem man halt einfach nachweisen muss, was man halt tut, wie stabil das Ganze ist, welche organisatorischen, technischen, finanziellen, rechtlichen Aspekte man erfüllen will und halt generell, ich glaube, der letzte Punkt ist der wichtige, um Prozesse, die wie eine Blackbox wirken, von außen ein bisschen offen zu legen und ein bisschen transparenter zu machen.
Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel für so Informationen wie, welche Metadaten liefert ihr aus, welche Schnittstellen bietet ihr an, welche Mindestqualitätsstandards könnt ihr erhalten und müsst ihr auch halten, damit ihr halt den, zum Beispiel in dem Fall so etwas wie eine Clarion B-Center-Zertifizierung halt erfüllen könnt. Ja, vielen Dank. Wer noch weitere Fragen hat, hinten ist mein Poster. Liegt hin. Vielen Dank, Herr Eckert, für die Einblicke in die Organisation des Projektes. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Guido aus dem Chat. Meine Frage, gibt es beim Ingest der Daten irgendwie einen Kuratierungsprozess und wie sieht der aus? Das ist in der Tat relativ uneinheitlich, weil letztendlich jedes Zentrum seinen eigenen Workflow entwickelt. Es gibt auch durchaus zentrale Prozesse, wo dann wirklich jemand auch draufschauen würde. Aber das hängt dann natürlich immer sehr stark von den Ressourcentypen und jeweiligen Fachbereichen letztendlich ab. Also wir in Leipzig zum Beispiel konzentrieren uns eben auf Textkorpora und lexikografische Ressourcen. Wir würden in dem Fall halt nochmal genau draufschauen, soweit es möglich ist, entsprechend Rückfrage, also den typischen Prozess von Frage, Antwort. Und wenn wir der Meinung sind, gewisse Qualitätsstandards, die wir haben wollen, sind erfüllt, dann wäre sozusagen, wird es dann freigeschaltet und wäre öffentlich zugänglich. Aber das macht jedes Zentrum letztendlich individuell.